Hi und willkommen Filmfreunde auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute wieder was Neues vorstellen. Heute geht es um dieses kleine Schmuckstückchen. Ich nehme das mal gleich aus. Ich habe hier noch extra eine Kunststoffverpackung. Diese hier. Und zusätzlich noch meine Folie, weil ja, es dieser Film einfach oder dieses Stil schon etwas Besonderes für mich ist. Und möchte euch das Ganze eben kurz mal vorstellen. The Guardians of the Galaxy Volume 2. Hierum geht es mit Prägungen drin. Hier einmal das Don't Not Push. Das ist geprägt. Beziehungsweise hat eine Imprägung. Dann hier ist so leicht geprägt, damit er nicht auf das rote Knöpfchen drückt. Hier so einige kleine Elemente sind auch mitgeprägt. Also eigentlich sehr gut gemacht, das Stil. Die Rückseite ist ja eigentlich ganz schlicht gehalten. Ich öffne das mal, dann sieht man das wahrscheinlich besser. Durch das Licht und die Folie reflektiert das so ein bisschen. Dann lege ich das mal hier so hin. Dann ja, sieht man das. Ja, genau. Echt schön ist auch hier gut. Dann öffne ich das Ganze mal. Ne? Immer schön in Blau gehalten. Hätte ich mal die einmal in 3D und einmal in normal. So sieht das von innen dann aus. Hier ist das aufgeklappt, so sieht das Ganze dann so aus. Das Bein habe ich auch noch nicht gezeigt. Ja, gucken, ob der... So. Okay. Also hier einmal das Marvel-Logo, dann Filmtitel und dann nochmal das Blu-ray-Zeichen. Packe ich das Ganze eben schnell wieder ein. So. Für die Marvel Freaks glaube ich ein Muss, weil der erste Teil war schon Bombe und der zweite ist genauso gut. Kannst jeden empfehlen, wer halt auf Fantasy, Marvel, DC und drauf steht, also auf Superhelden, der sollte das auf jeden Fall nicht verpassen, weil ist ganz gut gemacht. So, den ersten Teil habe ich leider nur auf Emery. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal das Glück habe, günstig den ersten Teil auf Steel zu bekommen. So, jetzt will das wieder nicht rein. So, dann habe ich das. Und ja, Filmbeschreibung und allen drum und dran tue ich natürlich in die Videobeschreibung oder in die Beschreibung mit rein. Und ich kann sie jedem empfehlen. Also ist wirklich, also macht Laune der Film und ja, einfach mal rein. Schauen, angucken, Spaß haben und ja, macht auf jeden Fall Laune. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, arrivederci, euer Daniele.